Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Fitzbahn mit dem Spiel Port Royal 3. Und wir müssen, was war es nochmal, auf die Cayman müssen wir noch ein bisschen Nahrung bringen. Dann wollen wir das Ganze doch mal angehen. Aber wir können ja eigentlich auch mal gucken, ob wir uns nicht schon irgendwie ein Schiffchen leisten können. Was wir dann noch in unseren Konvoi packen können. So, gucken wir mal, kaufen. Laderaum 500, 350, 250. Dann nehmen wir doch gleich hier so ein großes, oder nicht? Kostet ja nur 40.000. Warum auch nicht? Unterhaltskosten 220, das sollten wir irgendwie hinkriegen. Tiefgang 1. Ich weiß gar nicht, ob das hier so wirklich einen Sinn macht. Das hat 0, 0 Tiefgang. Die Korvette. Die Korvette kostet 60.000, aber die hat auch mehr Kanonen. Darum geht es mir ja gar nicht. Wir wollen ja viel Laderaum haben. Da würde ich vorschlagen, holen wir das mal. Du hast ein Schiff im Hafen, das nicht zu einem Konvoi gehört. Um dieses auf die Reise zu schicken, musst du es entweder einem Konvoi hinzufügen oder aber aus dem Schiff einen neuen Konvoi bilden. Wir machen erstmal noch einen Konvoi da. Quatsch, wir tun das erstmal zu uns noch hinzu. Jetzt muss ich nur gerade mal überlegen, wo waren das überhaupt? Vor Anker ohne Aufgabe. Ach nee, das ist auf dem Leuchtturm. Leuchtturm klicken, genau. Transfer nicht möglich. Wo ist denn unser Konvoi? Ist der noch in den Caymans? Ja, sieht so aus, ne? Dann fahren wir damit jetzt erstmal nach Port Royal. Wir können ja erstmal gucken, was wir hier noch so Schickes kaufen können. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt... Wartet mal, will ich gerade mal ausprobieren. Wenn ich das jetzt kaufe... Und wieder... So, und das Ganze machen wir jetzt nochmal. 177... 181, ah, okay, da haben sie zumindest dran gedacht. Nehmen wir ein bisschen Zucker mit. Werkzeug hatten wir bestimmt schon gekauft, oder? Ja, geht sogar noch ein bisschen. Dann nehmen wir jetzt auch ein bisschen Tabak. So, und dann fahren wir erstmal nach Port Royal. Oder Royal, oder wie auch immer. Ich werde es bestimmt jedes Mal anders aussprechen, aber egal. So, Zucker, verkaufen. Gehen wir erstmal hier und tun unser Schiffchen noch mit dazu. Bitte bedenke, dass dir beim Administrator einer Stadt Aufträge angeboten werden. Diese Aufträge haben meist etwas mit der Versorgung der Stadt zu tun. Sie lohnen sich nicht nur finanziell, sondern erhöhen auch dein Ansehen in der Stadt und bei der Nation. Ihr könnt etwas für meine Stadt erledigen. Ich suche jemanden, der die folgende Ware... hier kauft und in Port-au-Prince verkauft. Ja, das können wir doch machen. Ja, also 56 Metalle. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir dicke hin. Also, schauen wir mal. Da wollen wir ja sowieso hin. Ups, jetzt habe ich nicht alles gekauft. Egal. Shit happens. Ein bisschen Werkzeug noch. Was geht noch? Ach, Tabak ging gar nicht so viel. Einen hat sich ja mal richtig rentiert. Rumpf lassen wir. Ein bisschen Zucker. Ein bisschen. So. Und dann würde ich mal vorschlagen, fahren wir noch mal nach hier unten irgendwie. Und
vielleicht noch die ein oder andere Stadt zu entdecken. Da haben wir noch was. Können wir auch schön verkaufen. Manche Sachen lohnen einfach nicht. Zumindest nicht wirklich. Kaffee können wir kaufen. Oh, auch nicht schlecht. Seil rentiert nicht. Den Rum können wir hier verkaufen. So. Machen wir mal weiter. Da ist nichts. Ah, doch. Cartagena. Kaffee. Fleisch nicht verkaufen, nicht vergessen. Das müssen wir ja nach zu den Caymans bringen. Santa Marta. Metalle auch. Na doch, die müssen wir ja sowieso in Port Royal kaufen. Mensch, ist Kinder noch. Nee, das rentiert nicht. Bisschen Hanf. Bisschen Kaffee noch. Ein bisschen Fleisch und das war's dann auch schon. So, schauen wir mal, ob wir hier noch was finden. Da ist doch bestimmt auch noch irgendwo eine Stadt da. Maracaibo. Heidewitzka, haben die Holz. Und Zucker. Nicht schlecht. So, Kaffee können wir auch noch kaufen. Nahrung behalten wir uns. Gucken wir mal, hier unten ist bestimmt noch was. Gibraltar. Korn. Hier können wir gut Zucker verkaufen. So. Und ein bisschen Hanf kaufen. Baumwolle können wir hier schön verdicken. Noch mehr Kaffee kaufen. Das behalten wir uns. Die Kleidung nehmen wir aber mit. Weil sie halt ziemlich wertvoll ist. Oh Gott, gleich habe ich das ganze Schiff, den ganzen Konvoi voll Holz waren. Da können wir wieder ein bisschen Zucker verkaufen. Wir müssen ja auch unsere Unterhaltskosten immer schön reinkriegen. Kleidung weg. Das war's dann hier auch schon. Oh. Und nun sind wir Seemann. Okay. Mit der Entdeckung von den Städten geht's auch richtig gut voran. Kakao. Das Fleisch behalten und Seile können wir mitnehmen.
Caracas. Noch mehr Getreide. Zucker, Eisen können wir hier verkaufen, beziehungsweise die Metalle. Baumwolle. War jetzt nicht so prickelnd, aber egal, die Summe macht's ja und Kleinvieh macht auch Mist. Einmal Kakao. So, schauen wir mal hier oben, ob hier noch irgendwo was ist. Das sah jetzt nicht so aus. Margarita. Das wird sich ja schon fast lohnen, das irgendwie alles in ein Konto reinzumachen oder in ein Lagerhaus einen Verwalter einzustellen und es dann nur an einem Ort zu verkaufen, den ganzen Kram. Kaffee weg. Auch wenn die selber produzieren. Oh, einen nur. Naja, egal. Bisschen Seil. Hier können wir noch ein bisschen Backwaren kaufen. Ein bisschen ist gut. Margarita sind wir ja. Puerto Santo. Rentiert nicht, das lassen wir da hören. Kaufen hier ein bisschen Werkzeug. Kakao kaufen wir noch, Seile können wir noch ein bisschen verkaufen. Das halten wir fest. Wo sind wir denn jetzt eigentlich drin gewesen? Da. Port of Spain. Und hier können wir sogar noch ein kleines bisschen Nahrung kaufen. Ich glaube, das reicht jetzt sogar schon, für die Mission abzuschließen. Also Seil scheint ein recht gutes Wirtschaftsgut zu sein. So, jetzt möchte ich hier aber nochmal nach unten fahren. Da gibt es bestimmt auch noch was. Jawohl, Georgetown. Getreide noch. Zucker weg. Hanf weg. So, Kakao. Ein bisschen. Den Rest lassen wir drin, außer ein bisschen Seil. Das verkaufen wir auch noch. Weil das gut Kohle gibt. Gucken wir mal, ob hier unten vielleicht noch irgendwo was ist. Sieht aber nicht so aus. Dann segeln wir mal nach da oben. Klappern hier die Insel mal ab. Könnte ja sein, dass hier noch was ist. Barbados. Da waren wir auch noch nicht. Insgesamt müsste es, glaube ich, 60 Städte geben. Es gibt nämlich ein Achievement, das man erhält, wenn man in 60 Tavernen besucht hat. Kaufen ja fast alles an Holz, ist ja Wahnsinn. Nicht verkaufen. Darum behalten wir uns für unsere Aufgabe. Die
Werkzeuge können wir aber verkaufen. Kakao können wir uns mitnehmen. Und Fleisch behalten wir uns auch. Ein bisschen Seil. So, ich glaube, das Einzige, wo wir jetzt noch lang segeln müssen, ist hier entlang. Da gibt es bestimmt auch noch ein paar Städte. Dann fahren wir jetzt erstmal nach Porto Royal. Kaufen dann noch ein paar Werkzeuge. Dauert jetzt natürlich ein bisschen.